Ihr habt euch gewünscht, dass ich nochmal genau erkläre, wie der Folientransfer mit dem Laminiergerät funktioniert. Ich drucke als erstes mein Motiv auf ein schwarzes Papier. Wichtig ist, dass ihr einen Laserdrucker verwendet. Dann suche ich mir eine passende Transfer-Thermofolie aus und schneide sie auf die richtige Größe zu. Mit der farbigen Seite nach oben lege ich es nun auf mein ausgedrucktes Motiv und schiebe es durch mein Laminiergerät. Der Toner aus dem Laserdrucker fungiert quasi als Kleber und durch die Hitze haftet die Folie dann genau auf den ausgedruckten schwarzen Stellen. Passt gut auf, dass die Folie nicht verrutscht und dass auch nichts im Laminiergerät stecken bleibt. Dann die Folie langsam und vorsichtig abziehen und ihr könnt das funkelnde Ergebnis direkt sehen.